Die Therapie der rezidivierenden Clostridien-Colitis ist belegt und hochwirksam. Das habe ich Ihnen gezeigt. Das Problem sind die hohen regulatorischen Auflagen, die im Augenblick gar nicht überwindbar sind. Wir haben darüber geredet, dass andere Indikationen zur FMT sich in der klinischen Prüfung befinden, zum Beispiel die Colitis ulcerosa. Wenn jetzt die Möglichkeit, ein hochgefiltertes Mikrobiom zu erzeugen, das in Kapseln zu pressen und dass wir dann einen Herstellungsprozess wie in der Fresco-Studie haben, der dann im Sinne eines Medikamentes nachvollzogen werden kann und dass man auch nach EU-Recht diese Tabletten oder Kapseln in Verkehr bringen kann. Das wäre meiner Meinung nach die Grundlage, dann weitere systematische Studien in all den anderen Indikationen durchzuführen und nicht mehr das Problem zu haben, dass in den einzelnen Abteilungen man mit Spenderstuhl hantieren muss. Das ist eben ein Problem, das wir in den einzelnen Abteilungen ganz schwer unter Kontrolle bekommen. Also wir brauchen eine Grundlage für die Studien, um eben dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Damit komme ich zum Schluss. Und Herr Fischbach hatte gebeten, Ihnen drei Key Messages mitzugeben. Und ich habe hier, glaube ich, also ungefähr 9. Warum? Weil ich versuche, Sie davon zu überzeugen, und der Überzeugung bin ich natürlich selbst, sonst wäre es ja auch nicht glaubhaft, dass das Mikrobiom eine zentrale Rolle spielt in der Auslösung der Erkrankung. Aber es ist nicht die Ursache der Erkrankung. Argumente dafür sind, das Mikrobiom verändert sich alleine durch eine Diarrhoe. Wenn Sie jetzt nach Ägypten fahren und holen sich dort auf dem Nilkreuzfahrtschiff eine Diarrhoe, verändern Sie Ihr Mikrobiom. Für eine Weile, nicht auf Dauer, aber das tun Sie. Das Mikrobiom wird massiv durch die Entzündung selbst beeinflusst. Die entzündeten Areale zeigen alle ein sogenanntes bakterielles Encroachment, das heißt, Bakterien setzen sich da drauf. Die Entzündung verschiebt das Mikrobiom in Richtung aggressivere Keime. Das heißt, das Ganze ist auch ein Teufelskreis. Diese reduzierte Diversität, von der Sie vorhin schon gehört haben, die kommt auch bei Adipositas und Diabetes vor. Das ist also nicht spezifisch für chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Gesunde Zwillinge von CED-Patienten tragen das gleiche Mikrobiom wie die Erkrankten mit CED. Das heißt, das Mikrobiom per se kann es eigentlich nicht sein als Auslöser. Wenn Sie das Mikrobiom untersuchen vor und nach einer Therapie, dann normalisiert sich das Mikrobiom, aber nur bei den Ansprechern. Es ist ja leider in unserer Therapie so, dass praktisch nie alle Patienten ansprechen, sondern immer nur ein Teil. Also bei Biologika vielleicht 30%. Dann normalisiert sich das Mikrobiom bei den Respondern, aber nicht bei den Nicht-Respondern. Das heißt, die Therapie per se macht es nicht, sondern die Abheilung der Schleimhaut. Wenn Sie Leute untersuchen, die ein hohes Risiko haben, für eine CED zu entwickeln, und untersuchen bei denen das Mikrobiom, dann haben die in der Phase vor dem Ausbruch der CED ein normales Mikrobiom. Das ändert sich dann bei Ausbruch der CED. Und zufällig wurden mal das, worauf jetzt Herr Stallmach gleich zu sprechen kommt, wirklich aus Versehen Patienten, es waren insgesamt immerhin 31, mit einem Stuhl, in Anführungszeichen, transplantiert, haben den also erhalten, zur Behandlung einer Zedivkolitis. Und dieser Spender hat dann später eine CED entwickelt. Und keiner von diesen 31 Patienten hat zu dem Zeitpunkt dann oder im weiteren Verlauf eine CED entwickelt. Das ist natürlich ein Experiment, das würde man so nie machen. Aber ich finde es mal ganz interessant, dass keiner von denen CED gekriegt hat. Das heißt, die Key Message, und das ist dann wiederum nur eine, ist, vermutlich spielt, das ist zumindest meine Meinung, das Mikrobiom keine primäre Rolle, sondern es triggert aufgrund der Barrierestörung die Entzündung. Vielen Dank. Wenn ich das Ganze zusammenfassen darf, dann ist klar, dass die Mikrobiota bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen in der Zusammensetzung und in der Funktion gestört ist. Und das Ganze führt zu einer proinflammatorischen Situation im Dünn- und Dickdarm. Das heißt,
die schädlichen Bakterien, die entzündungsfördernden Bakterien überwiegen. Wir wissen, dass ein fäkaler Mikrobiomtransfer bei Patienten mit Colitis ulcerosa eine Remission auslösen und erhalten kann. Und insbesondere dann, wenn wir dieses wiederholt über einen längeren Zeitraum machen. Wir wissen aber auch, dass die Präparation des Spenderstuhls aufwendig und mit komplexen Regelungen verbunden ist. Nun kann man sagen, naja, in Deutschland wird alles immer geregelt, alles ist aufwendig, alles wird bis ins Kleinste durchdekliniert. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass diese komplexen Regeln dem Schutz von Patienten dienen. Diese komplexen Regeln sollen eben dazu führen, dass durch fäkalen Mikrobiomtransfer Patienten gefährdet werden. Und deshalb denke ich, ist es wichtig, dass wenn ein fäkaler Mikrobiomtransfer zur Therapie der Colitis ulcerosa durchgeführt wird, dass es unter sehr sorgfältig, sehr genau definierten Bedingungen gemacht wird. Und damit bin ich am Ende meiner Ausführung und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.